Ein Jahr nach der Attacke der Hamas. Israel gedenkt der Opfer des 7. Oktober. Hamas-Massaker. Kibbutz verwandelt sich in Geisterstadt. Leuchtendes Farbenspiel in der Hauptstadt. Das Festival of Lights wird 20 Jahre alt. Ein Jahr nach dem Anschlag des 7. Oktober haben sich über 350 Menschen auf dem Gelände des Nova Musikfestivals im Süden Israels versammelt. Sie hörten das letzte Lied, das gespielt wurde, bevor Hunderte ihrer Freunde und Familienmitglieder von der Hamas erschossen oder als Geiseln mitgenommen wurden. In Jerusalem versammelten sich Hunderte vor dem Haus von Premierminister Netanyahu. Sie forderten einen Waffenstillstand sowie die sichere Rückkehr der Geiseln. שלא נפסיק להילחם, לא נפסיק להשמיע את הקול שלהם, לא נפסיק להתעקש על הדבר הערכי והמוסרי והבסיסי ביותר, שהם יחזרו הביתה בשלום כמה שיותר מהר. Hunderte von Demonstranten hielten dann schweigend inne und lauschten einer Sirene, die an ein weiteres düsteres Kapitel in der israelischen Geschichte erinnerte, den Holocaust. Afar Azar, ein Kibbutz in der Nähe des Gazastreifens, wurde durch den Hamas-Angriff am 7. Oktober verwüstet. Mehr als 60 Bewohner der kleinen Gemeinde wurden dabei getötet. In einer Straße lebten viele junge Menschen. Sie alle wurden umgebracht und 17 Menschen wurden als Geiseln genommen. We didn't do what we have to do. Not our government, not our army. And we lost. And we still lost every day. Every day that we fight in Gaza and they say, oh, we killed another terrorist, blew another house, it's not important. Shah Schnaumann und seine Frau überlebten den Angriff und kehrten in den Kibbutz zurück, um ihr Leben trotz allem weiterzuführen. You can see it's a burning house. Yeah. In the faraway one. Couple was getting murdered, and in this one, a family of five staying alive. They stayed alive. Yeah, it's just a matter of Russian roulette in the end. Nur eine Handvoll der Häuser im Kibbutz blieb unversehrt. Die Häuser, die noch stehen, haben jedoch Spuren davon getragen. Noch heute sieht man Kugeleinschüsse und Blutspuren an den Wänden. Am Jahrestag der Hamas-Angriffe auf Israel, am 7. Oktober 2023, fordern europäische Politiker erneut einen Waffenstillstand. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte den Hamas-Angriff, bei dem 1200 Israelis getötet und 250 als Geiseln genommen wurden, als ein Beispiel unsäglicher Grausamkeit. Sie wiederholte ihre Forderung nach einem Waffenstillstand und der bedingungslosen Freilassung der Geiseln. Israelischen Berichten zufolge werden noch fast 100 Geiseln in Gaza festgehalten. Doch vermutlich sind weniger als 70 noch am Leben. Nach Angaben der Hamas hat der Krieg über 42.000 Tote und mehr als 96.000 Verletzte in Gaza gefordert. 1,9 Millionen Menschen gelten als Binnenflüchtlinge. Bundeskanzler Olaf Scholz bedauerte viel Leid und Tod auf beiden Seiten. Die Bundesregierung setzte sich weiterhin für einen Waffenstillstand ein, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Am Sonntag startete das israelische Militär eine neue Boden- und Luftoffensive in Jabalia im nördlichen Gaza. Israel fordert erneut die vollständige Evakuierung der Region. Trotz der Evakuierungsaufrufe befinden sich weiterhin schätzungsweise 300.000 Menschen in dem stark zerstörten Gebiet, während etwa 1 Million in den Süden geflüchtet sind. Israel bereitet sich auf mögliche Angriffe vor, da Gedenkveranstaltungen für die Opfer des 7. Oktober anstehen. Die Hamas berichtet von schweren israelischen Angriffen, bei denen am Sonntag mindestens 19 Menschen bei einem Luftangriff auf eine Moschee in Deir al-Balah getötet wurden.
Feuerwehrleute versuchen derzeit, einen Großbrand in einem Öldepot auf der von Russland annektierten Krim unter Kontrolle zu bringen. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigen, dass sie das riesige Öllager, das Moskaus Truppen mit Treibstoff versorgt, beschossen haben. Die Maßnahmen zur Untergrabung des militärischen und wirtschaftlichen Potenzials der Russischen Föderation werden fortgesetzt, hieß es in einer Erklärung. Unterdessen schlugen russische Raketen in der Ukraine ein. 4 Menschen kamen um, Dutzende wurden verletzt. Auf Telegram teilte die ukrainische Luftwaffe mit, Russland habe ballistische Raketen und Lenkflugkörper auf mehrere Regionen, darunter Sumy, Kharkiv und Kiew, abgefeuert. Der ukrainische Präsident Zelensky bestätigte die Angriffe auf der Social-Media-Plattform X. Demnach habe die Luftabwehr über 50 russische Shahed-Drohnen zerstört, die ein Dutzend Ziele beschossen hätten. Im Vorfeld des UN-Gipfels COP29 im November warnen Experten auf dem Klimagipfel in Baku vor extremen Wetterverhältnissen, die die weltweite Nahrungsmittelversorgung bedrohen. Auf der Baku Climate Action Week, die dem Gipfel in Baku vorausgeht, betonten Sprecher die Bedeutung von Häfen als Lebensader. Hurrikane und der Anstieg des Meeresspiegels beeinträchtigen demnach die Funktionsfähigkeit von Hafenanlagen, setzen Lieferketten unter Druck und schaden dem Bruttoinlandsprodukt der Länder. Laut Forschern ist der Welthandel jährlich in einer Größenordnung von rund 73 Milliarden Euro gefährdet. Eine gemeinnützige Organisation hat zur COP29 einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, wie einige Häfen mit dem Klimawandel umgehen. Sie hofft, andere Länder damit zu inspirieren. There are 17,000 ports around the world and 30 million individuals work directly within them. So it's not just imports and exports and people's livelihoods are dependent on ports. The countdown to COP29 is on in Azerbaijan. The country says one of its focuses will be on water. It wants communities to come together and create knowledge hubs, sharing information that will lead to policies that will protect water basins. Diskutiert wurde auch die Rolle der Technologie und wie künstliche Intelligenz zu Klimainnovationen führen kann. What kind of action can they take? So this is action, establishment of the knowledge hub, cooperation in that knowledge hub, discussing the way the policies that would take into account the interests of all countries sharing the basins, creating data, creating information on that water basin. Eine landwirtschaftliche NRO, die im COP29 Beratungsgremium sitzt, erklärte, sie verstehe, dass es Zweifel gibt, ob die Gipfeltreffen wirklich zu Umweltverbesserungen führen. Aber der Druck seitens der Bürger und der Zivilgesellschaft sei wirksam. So what I would want to say is that progress can be slow, but progress does happen in these COPs. So we have to be patient, but at the same time we have to agitate for faster change. So Aditi Mukheri, Direktorin der CGIAR Climate Impact Plattform. Berliner Wahrzeichen werden zu illuminierten Kunstwerken. Während des Lichterfests in Berlin schauen sich tausende Menschen das Spektakel an, wenn allabendlich das Brandenburger Tor, der Berliner Fernsehturm oder der Dom in bunte Farben und Lichtinstallationen gehüllt werden. Dieses Jahr feiert das Festival of Lights sein 20-jähriges Jubiläum. Virtuelle Aquarien mit Fischen und Insekten sind auf den ikonischen Gebäuden zu sehen. Große Menschenmengen bestaunen eine riesengroße Friedenstaube auf dem Dom. Neben den Festivals in Lyon, Sydney, Moskau und Eindhoven ist es eines der bekanntesten Lichtkunstfestivals der Welt. Es hat sich zu einer bedeutenden Touristenattraktion und einem Wirtschaftsfaktor für Berlin entwickelt und in der Vergangenheit mehr als 1 Million Besucher angezogen. Dänemark gilt seit langem als Vorreiter beim Einsatz digitaler Hilfsmittel in der Bildung. Doch jetzt gehen einige Schulen einen Schritt zurück. Eine wachsende Zahl von Bildungseinrichtungen führt die handyfreie Schule ein. Telefone müssen morgens abgegeben werden. At this school in Denmark, pupils are required to leave their phones in a safe during the school day. This pilot program, which started in 2023, has gained support from both parents and teachers and is now a permanent practice. Die Lehrer hatten das Verbot vorgeschlagen. Die ständige Handynutzung hatte die Konzentration der Schüler gestört. But a lot of pupils, they actually lost interest in learning, and so we had to do something about it. But a lot of the pupils felt that we took something away from them,
And of course, we take their phones, but we also help them in the long run. And that's our responsibility as grown-ups and adults, to take responsibility. It's our future, you know. Im Februar hatte das dänische Bildungsministerium neue Empfehlungen zur Nutzung digitaler Geräte an den Schulen angekündigt. If you look at in totality the different scientific you know, approaches to studying concentration, memory, well-being, sleep, relationships, you know, the value of the physical play and all that, then it's very clear that it points to putting a limit on the mobile phone usage, not forbidding them in totally, but limiting and in order to stimulate different kinds of activities. Als das Verbot zum ersten Mal eingeführt wurde, stießen die Lehrer an der Transgott-Schulen auf starken Widerstand der Schüler. Well, but there was just, they were just that kind of unnecessary. I mean, I definitely felt like I used my phone a lot more in school than I should have, but after the change, it helped a lot, and also like other people who used it a lot, it helped like just like talking with your friends more and like doing stuff outside of school too and not just looking at your phone. 2012 hatten viele Gemeinden mit Hilfe staatlicher Zuschüsse iPads für die Schulen gekauft. Jetzt die Kehrtwende im Umgang mit der Technologie in der Bildung. Sie spiegelt die Bedenken über die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Schüler wider.